Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir starten jetzt rein. Digga, bevor ich noch so weitere kleine Videos bringe, einzelne Videos bringe zu dem UFO-Album, dachte ich mir, komm, ballern wir mal ein riesiges Video. Und zwar reagieren wir auf UFO, Angel Dust, Hard Work Pays Off, Teufelkreis, Kann nicht mehr, Bad B, Jimmy Torrio und Flawless. Wir starten rein mit Angel Dust. Ich bin drauf gespannt, Leute, Stay High, das Album. Wir haben jetzt schon noch auf 3 andere Songs reagiert, Kontostand, Ready, Pinky Ring, ne? Also es sind auf jeden Fall noch andere Reactions auch online, könnt ihr gerne auf dem Channel abchecken. So, schreibt mir gerne rein, was ist eure Lieblingssingle vom Album? Gerne mal jetzt in die Kommentare damit. So, wir gehen noch ganz kurz in die Infobox, bevor wir dann reinstarten. Angel Dust, UFO 361, produziert von The Crates, Gesin, UFO, The Crates. Ich glaube, The Crates ist hier, Hauptproduzent, Gesin. Und ich bin drauf gespannt. Mal gucken. Ihr meintet, der erste Song hier ist auch der hier. Soll nice sein. Wir starten rein. Was ich aber auch direkt sagen muss, ist, wenn am Ende nochmal die Hook reinkommt, dann hören wir die Hook wahrscheinlich dann beim letzten Mal nicht mehr, weil dann gehe ich über zum nächsten Video. Ich will nicht, dass daraus aus dieser Reaktion ein 1,5-stündiges Video wird, Digga. Darauf hat auch keiner Bock drauf, deswegen, damit ihr Bescheid wisst. So, ihr wisst Bescheid. Auf der Spitze des Bergs ist es so einsam. Ey, stell mein Porsche in die Einfahrt. Ihr habt geschlafen, ja. Auf der Spitze des Bergs ist es so einsam. Digga, musste ich kurz an, denn es ist einsam an der Spitze denken von Capital Bra. Okay, es wird geflext, es wird hier geflext, ne? Mal gucken. Also ich muss sagen, Pinky Ring war ein nicer Song. Ready war auch ein sehr, sehr nicer Song. Schauen wir mal, wie die anderen so sind. Ja, und ich hab es gemacht. Irgendwann werden wir zu Staub. Angel da, hör gar nicht mehr auf. Denn ich hab Energie. Die schliefen am Boden, doch heute in der größten Suite. Boah, was eine Gänsehautline. Wir schliefen am Boden und heute schlafen wir in der Suite. Also, muss ich sagen, finde ich immer geil, wenn der Künstler so von damals rappt, wie scheiße es damals war und wie gut es heute läuft. Finde ich immer nice, Alter. Ja, ich merke, wie sie schauen. Sie Hass in den Augen. Doch ich kämpfe seit Jahren für den Shit und ihr könnt es nicht glauben, ja. Danke Gott, danke an meine Fam, danke an alle Fans. Heute Pinky Ring voller Diamonds, ich hab no cap. Danke Gott, danke meiner Fam, danke allen Fans. Geile Aufzählung, die er gerade da gemacht hat und so ein Flowwechsel tat gerade auch mal wieder gut. Ein angenehmer Beat, ich muss sagen, der Beat hat irgendwas, ne? Hat irgendwas so, als würdest du so Eiswürfel hören. Digga, so mäßig, ne? Kommt mir so vor. Warte mal ganz kurz, ich will was kurz gucken. Zack, zack, zack. Wie viele Songs sind es? 17 Songs insgesamt auf dem Album. Okay, weiß ich Bescheid. Pass nicht mehr an mein Dachverband. Doch das hat kein Wert, nein. Wenn es sein muss, schmeiß ich wieder alles weg. Weil du selbst gescheitert bist, suchst du bei mir die Schuld, ja. Nur weil du nicht da bist, wo wir sind, ja. Willst du, dass ich los? Okay, das ist so wahrscheinlich Intro so vom Album, der erste Song. Ich sag mal so, es ist kein Song, der mich so ganz umhaut. Aber der Song ist sehr, sehr chillig und sehr, sehr entspannt. Also muss ich sagen, hab ich auch nichts Krasses gegen oder so, ne? Ohne Sinn, ja. Ja, er bringt das oft, ne? Ja, nein. Oder ich habe das auf jeden Fall schon irgendwo mal gehört. Irgendwo habe ich es gehört. Kann sein, dass er das öfter in Songs gesagt hat, so dieses ja, nein. Kennt kein Limit, ja, wie meine Hermes. Sie will eine Birkin und ich bring sie zu Hermes. Sie will Louis und die fliegen nach Paris. Ja, ihre Funken. Ich muss sagen, leider geht das nur 1 Minute 47. Aber was auch wenigstens geil ist dann, statt einem 2 Minuten 30 Song, dass der Song wenigstens voll ist und nicht so viele Lücken hat dann. Sagen, wie es geblendet, all das gespielte Theater war noch nie mein Traum. Verliere nie meinen Verstand, nur für Fame und Clout. Lass mich nicht täuschen vom Devil, so viel Dämonen im Raum. Egal wie viel... Wisst ihr, ich meine halt mit voll... Wir haben schon, sind schon bei 1 Minute 39 und so ein 2 Minuten 30 Song würde jetzt noch 30 Sekunden, 20 Sekunden Beat abspielen. Ich und Frauen, ich steh Pentos down. Stay high.
Okay, wir gehen rüber, Leute, zu Hard Work Pays Off. Okay, what the fuck? Gehen wir mal ganz kurz in die Infobox. Ah, okay, jetzt ergibt es auch Sinn hier, ne? ATL Jacob hat hier produced. ATL Jacob, Digga. Könnte jetzt ein übertrieben krasser Produzent sein, aber sagt mir gerade nichts. Okay. Ich dachte wirklich, jeder Song ist von The Crates. Keine Von Ahnung. Rags to Riches, für immer in Trends gelistet. Ich habe meinen Sound entwickelt, alles gesetzt und gewonnen. Ihr habt jetzt alle verloren, habe nur Business im Kopf. Hard work pays off, cash meine Liebe. Auch die Line, aber ich habe meinen Sound durchgesetzt, meinen Sound verbessert. Er hat sich durchgesetzt mit seinem Sound, weil, jetzt mal Real Talk, UFO ist einfach so, hat einen eigenen Sound in Deutschrap kreiert, Digga. Er fährt seine eigene Schiene, ist eine eigene Farbe so im Deutschrap auch, so wenn ich ihn mit anderen vergleichen würde, wisst ihr? Push meine Liebe, push mein Porsche, jag meine Ziele, jag meine Ziele. Hard work pays off, ja. Seh meine Feinde jetzt mehr, fülle mit Money die Bags. Thanks. Leider seid ihr viel zu wack, nein, ihr kommt nicht an die Racks. Ja. Hörst du die Chain? Nicer Flow gerade, so nicer, so ein bisschen schnellere Flow. Die Stimme sehr, sehr tief. Muss ich sagen, gefällt mir gerade, dass er hier nicht so eine höhere Stimme oder so hat. Schnellere Flow, tiefere Stimme, passt gerade, muss ich sagen, ganz gut. Auch der Beat, der gefällt mir gerade. Okay, hören wir weiter, hören wir weiter. Fühl mich wie Prince, Prince. Purple Rain, Purple Rain. Dinner im Ritz, Ritz. Wir sind jetzt famous, famous. Dicker, sie stehen in der Schlange für Picks. Seh, wie du hatest, hate. Denn wir wissen, Dicker, wir sind zu rich. Rich. Okay, hört sich so an, als würde hier ein Flowwechsel oder ein Übergang in die Pre-Hook gehen. Aber der erste Part hat mir gefallen, Leute. Der erste Part hat mir auf jeden Fall gefallen. So, ich muss sagen, bis jetzt von meinen Favoriten, so, ich muss sagen, Ready fand ich sehr, 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 sehr geil. Aber Pinky Ring hat mir auch sehr gut gefallen. Mal gucken. Komme von Rags to Riches, für immer in Trends gelistet. Ja. Ich habe meinen Sound entwickelt, alles gesetzt und gewonnen. Stay high. Ihr habt jetzt alle verloren, alle. Habe nur Business im Kopf. Ja. Hard work pays off. Hard work. Ich bin jetzt der Main Man. Main Man. Komm mit. Okay, ja, das ist die Hook, ja. Die Hook, ich muss sagen, ist nice. Dieses, er hat mich durchgesetzt. Hard work pays off. Da, 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 da. Und nach der Line kommt eine kleine Pause, ne? Muss ich sagen, gefällt mir. Ach so, Leute, weil ich übrigens kurz Werbung an der Stelle. Morgen 19 Uhr, checkt Instagram ab. Ich habe sowieso schon in die Story gepostet. Insta-Name in der Infobox. Checkt morgen 19 Uhr ab. Wichtig. Nicht mit Placements. Nein. Stay high, bleibt meine Fan. Stay high. Ja, wir gewinnen jedes Rennen. Ich mach den Sound, der euch fesselt. Jede Nacht 10 Sessions. Ja. Bitches kommen aus Tschechien. Ja. Digga, ja, so viel Blech. Ja. Macht Cash mit der Passion. Passion. Ja, ihr wolltet auf die Wave. Wave. Ich mag den Flow auf jeden Fall. Dieser schnellere Flow, so ein bisschen schnellere, tiefere Stimme, undeutlich ausgesprochene Style hier gerade, muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall. Doch, Digga, habe ich nichts auszusetzen. Doch, ich fühl's. Nice. Digga, ihr seid viel zu late. Late. Ihr kopiert meine Style, meine Tracks. Bin früher, bin now und next. Bin next. Ja, ich brauch nur Beats und Legs. Okay. Digga, und ich schieß mit Facts. Facts. Zehntes Album ist ready. Ready. Digga, jetzt fliegen die Checks. Checks. Was? Zehntes Album? Ist wirklich UFOs zehntes Album? Digga, wie viele Alben hat UFO gebracht? Rich, Rich, Wave, 808, Stay High. Ich bin ein Berliner, ich bin zwei Berliner. Ich keine Ahnung, wie viele Alben UFO gebracht hat, Digga. Krass. Komme von Rags to Riches, für immer in Trends gelistet. Ja. Ich habe meinen Sound entwickelt, alles gesetzt und gewonnen. Stay high. Ihr habt jetzt alle verloren, alle. Habe nur Business im Kopf. Ja. Hard work pays off. Hard work. Ich habe Türen geöffnet. Lights Out stimmt, Digga. Mit SL war ja auch noch ein Album da, Digga. Hab ich auch gefühlt. Dieses, ne, war ja meistens, ne, deutsch-türkische Album. Lights Out war auch ein wildes, wildes Album. Wir sind Kral, Digga. Das waren geile Singles auch dabei. Also albentechnisch hat UFO bis jetzt mich noch nie enttäuscht. Den Sound, den sie rappen. Ja. War vom Workflow besessen. Work. Und kam raus aus dem Loch. Ja. Braucht deine Vibes nicht. Oh no. Ich fahr nur meinen Film. Oh God. Fühl mich wie Michael Jackson. Werd zum Idol, ja. Sie zieht meine Chrome Hearts deine Maus. Chrome Hearts. In meinem Pool nur mehr Frauen. Fühl mich wie Michael Jackson. Also ja, also Fazit zu dem Song Hard Work Pays Off ist ein stabiler Song geworden. Degas, warte mal kurz, zack. So, weiter geht's. Weiter Ja, Dubai Mall, alles like a cowboy. Meine Diamonds sind clean. Clean. Chill in Paris, Fashion Show, trage nur Celine, ja. Ja, sie fällt jetzt auf die Knie. Oh. Verbrennt das Geld wie Papier. Verbrennt das Geld, ja. Von Rags to Riches. Okay, ihr wisst, ne, die Hook, die gehen wir jetzt rüber. Wir müssen zum nächsten Song. Also Fazit, nicer Song gewesen. Teufelskreis.
Okay, das hat irgendwas Gruseliges, Digga. Ich fühle mich gerade wie, als würde ich jetzt, keine Ahnung, Alter. Oh, überraschend, überraschend. Okay, hier haben wir The Crates, Neil and Alex, Jimmy Torrio am Start. Jimmy Torrio? Hä? Heißt nicht ein Song auf dem Album Jimmy Torrio? Ich glaube ja. Ich war im Teufelskreis. Okay, wir haben hier auch ein bisschen längeres Intro. Muss ich sagen, fühle ich Nien Songs. Das macht UFO sehr, sehr gerne, dass er längere Intros mal reinbringt. So ein Beat-Up-Gespiele am Anfang. Ich muss sagen, ich fühle das nie. Ich fühle das an sich nicht bei UFO, an sich im Deutschrap. Ich mag das nicht. So, auch jetzt gerade wieder fast 30 Sekunden. Ist gefangen. Haus am Wasser, ja, ich halte euch auf Distanz. Ja, sie gibt mir Herz zum Land. Was für ein Werdegang. Ja, schon als kleiner Junge wusste ich, ich werd Rapper. Okay, Digga, das kommt auf jeden Fall böse rein. Es kommt böse, böse rein. Der Beat, muss ich sagen, ich glaube, das wird was Wildes, Digga. Das hat so ein bisschen was von so einer, so diese Glocken, die du dann so hörst, als würde jetzt so ein Kampf losgehen, ne? Digga, hier könnte man ein Musikvideo mit so einem Boxkampf reinpacken. Bin der Kaiser, ja, ich übernehme das Zepter. Meine wieder Krisen, Gott sei Dank, es geht uns besser. Suche nicht nach Liebe, mache Cash, so wie ein Banker. So viel Chains um mein Hals, wie ein Sklave. Junge, die Stimme von UFO ist so richtig auf I don't give a fuck mäßig, ne, so ein bisschen undeutlich ausgesprochen, ne, aber so mit was für einer Leichtigkeit der auf diesem Beat rappt, ne, das ist so, er gibt diese mir ist alles scheißegal Stimme, haut er raus, aber es hört sich an, dieser Vibe, ne, wie macht er das, Alter? Ich stress doch trotzdem keine grauen Haare, Porsche in der Garage, Haus mit Garten, ja, sie stellen mir tausend Fragen, wollen wissen, was ich als nächstes bin, ja, sie beiden, was ich mache, würden auf meinen Penis springen. Okay. Bis jetzt muss ich sagen, hört sich das entspannt an. Hört sich sehr, sehr entspannt an. Haut mich jetzt komplett nicht um, bin ich euch ehrlich. Haut mich jetzt nicht um. Also bei Ready und Pinky Ring hatte ich jetzt ein bisschen ein anderes Feeling. Digga, am Ende hieß der Song Pinky Ring? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Okay. Tschüss, Freund zu mir, ja, weil ich jetzt ihr Favorite bin. Ja, du fuckst nur ab, fix mein Mut. Und das alles nur, weil auf deinem Konto zu wenig ist. Ich war im Teufelskreis gefangen. Schreib mir mal rein, mich interessiert das jetzt gerade. Ich vergleiche gerade so ein bisschen das Album mit den anderen Alben in meinem Kopf. Was ist euer Favoritenalbum von UFO? Weil ich muss sagen, Wave hat mir sehr gut gefallen. Also Rich Rich war natürlich sehr, sehr geil. Was ist euer Favoritenalbum von UFO? Bitte mal, in die Kommentare reinschreiben. So. Haus am Wasser, ja, ich halte euch auf Distanz. Wie wir ja, sie gibt mir Herz zum Land. Was für ein Werdegang. Okay, die Hook, muss ich sagen, ist okay. Also es ist eine Hook, ist keine Hook, die mich jetzt so krass umhaut. Ist okay. Also der Song an sich, ich finde den jetzt nicht so krass. Ich finde den Beat wild, aber der Song ist so. Wenn's so weitergeht, fahr ich bald ein Bugatti. Diamonds, GIA, Blut, kein Fugazi. Ja, mieses Model Chick, sieht aus wie Kelani. Chain um mein Hals, ja, teuer wie ein Ferrari. Okay. Also ich muss sagen, der Song ist so, ja, ich würde sagen, nicht schlecht, natürlich nicht. So etwas zwischen normal und gut für mich. So meine persönliche Meinung jetzt gerade so. Tschüss an meinem Realistiker, teurer als ein Lambo. Mach ein Weg bis, trotzdem tragen wir keinen Anzug. Brauche keinen Wecker, Dicker, denn ich schlafe nie. Alles, was ich heute habe, Dicker, war mal Fantasie. Aber krass, Digga, Jimmy Torrio, Neil und Alex, die haben aber auch einen wilden Beat auf die Beine gestellt. Neil und Alex, haben die nicht jetzt mit den jetzt diese Woche rausgekommenen Song von Contra K mitproduziert? Glaube ich schon, ne? Ich glaube schon. Teufelskreis gefahren. Dämonen kommen näher, hör das Flüstern immer mehr, ja. Chill am Meer, Küste von Marbella, ja. Ich war im Teufelskreis. Okay, jetzt kommt nochmal die Hook rein. Wir gehen rüber zu Kann nicht mehr verlieren. Bin ich mal drauf gespannt. Haben wir hier ein Feature am Start? Ich weiß es gerade nicht. Kann nicht mehr verlieren. UFO, The Crates. Nur die beiden.
Okay, wir haben kein Feature am Start. Nö. Let's go, wir starten rein. Kann nicht mehr verlieren. Okay, wie gesagt, ne, ihr wisst ja jetzt meine Meinung zu langen Intros am Anfang. Ich muss sagen, bei Wave gab es so ein bisschen Anfänge, die mir gefallen haben, aber sonst bin ich halt eben, wie gesagt, nicht so der Freund davon. Aber es macht UFO gerne und wenn er das gerne macht, für seinen Vibe und alles. Und ich denke mal, viele, viele von euch werden genau das geil finden, dass man am Anfang nur den Beat hört. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Hab's geschafft, ja, verlass mich nur auf mich, denn sie waren zu selten da, ja. Die Familie ist gesaved, haben so vieles überstanden, meine Träume endlich wahr. Krass, das hat er auch in dem jetzt letzten Song gesagt, ne? Sorry, hier dieses, die Familie ist safe, wir schläfen auf dem Boden, heute in einem Palast oder keine Ahnung was. So, muss ich sagen, zeigt mir auch schon so, dass UFO für die Family da ist, mit dem, was er geschafft hat. Ehrenvoll, sehr, sehr schön auch. Für Cash, meine Schmeiße sind Kamin, die Chaos hält mich warm, ja. Keine Angst mehr, denn wir können. Okay, das kommt so ein bisschen ruhig rein und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Drums jetzt reinknallen und dann UFO Richtung eher Hook gehen wird. Er macht das gerne mal, dass er ruhig reinkommt und dann der Song auf einmal abgehen wird. Könnte ich mir hier jetzt gerade auch vorstellen, so. Nicht mehr verlieren. Wir sind am Rennen, Digga, als wird uns jemand die Hand. Acker so, Digga, als würde ich nichts haben. Stay high, bis zum Tod, hab's euch gesagt. Ziel ist durch, ohne Rücksicht, keine Halt. Boah, Junge, ich muss sagen, das gefällt mir gerade. Diese Stimme, da kommt so ein bisschen Leid auch raus, ne? Geht leicht in die höhere Stimme. Da kommt so ein bisschen Leid raus, wirkt gerade so authentisch. So voll der schmerzzerreißende Beat, gerade so ein deeper Beat. Okay. Sie wollen mich biten, ich kann sehen, wie sie jetzt alle warten. Glaub mir, mein Weg war so lang, Digga, wie James Harden. Spätestens morgen merkst du, euer Plan ist fehlgeschlagen. Scheiß auf dein Hype, ich spiel das Game, ich schon seit 10. Mein Weg war so lang wie James Harden. Wie kommt man auf so, wie kommt man auf so einen Vergleich, Leute? Wie kommt man auf diesen Vergleich? Junge, da kann doch nur UFO drauf kommen. Geil. Von einem kleinen Jungen, der träumt bis zum CEO. Stay high bis zum Tod, ja, wir fliegen. Junge, ich fühle diesen Song voll. Dieser Song nimmt mir gerade so voll die Kraft. Ich werde so gerade voll schwach, Junge. Ich fall gleich. Ich schließe gleich meine Augen, Junge. Mega, mega nice, ne? Gerade, also ich muss sagen, den Song fühle ich. Der Song gefällt mir sehr, sehr gut gerade, Junge. Okay. Ja, wir fliegen hoch. Hole das Maximum raus, ja. Und die machen nicht mal das Minimum. Hab zu viel investiert, ja, Digga, nein, ich kann nicht mehr zurück. Ja, du hast schon mein Rest, ja, Digga, zeig den Leid. Hab so viel investiert, ja, Digga, ich kann nicht mehr zurück. Ich mag die Stelle vor allem, wo der Beat so vollständig reinkommt mit den Drums, wo UFO dann in diese höhere Stimme reingeht. Hier vorher hat er immer die tiefere Stimme und ich mag diesen Wechsel von tieferer auf höhere Stimme. Deswegen muss ich sagen, gefällt mir der Song auf jeden Fall richtig gut, Mann. Wer ich bin, eigentlich brauch ich nichts sagen, nein, ja, meine Fall spricht für sich. Sie sind von Dämonen befreit, nur noch die richtigen Leute am Tisch. Hab mein Leben lang nur gekämpft, ja, all die Tage ohne Licht. All die schlaflosen Nächte haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Okay, jetzt denke ich mal, kommt wieder die Hook rein. Also, Fazit zu dem Song, nicer Song. Ehrlich, nicer Song, Digga. Wir sind noch lange, lange nicht fertig. Wir machen weiter. Let's go. Sie trägt meine Chain, sie braucht keinen Joker, yeah. Sie ist exotisch. Hey, what the fuck, ich sehe erst jetzt, der Song geht nur eine Minute. Okay, krass. Er sagt wahrscheinlich Bad B, ne? Wahrscheinlich so spricht er das dann aus, so. Ja, ne? Also krass, eine Minute vier. Was ist das denn, Digga? Jimmy Torrio, UFO the Greats, Jimmy Torrio, let's go. Ja, sie kommt nicht aus Europa, nein. Hol sie am Airport ab und bring sie ins Hotel. Sie ist ein skinny Bitch, sie trinkt nur Wodka Soda, yeah. Sie steht auf mich und auf Hashtag. Sie ist der Plan. Junge, ich muss sagen, also von allen deutschen Rappern finde ich es UFO schon so der fresheste, ne?
Also Style, Freshness, Digga. Der Typ hat's einfach drauf, styletechnisch, ne? Für mich von den ganzen deutschen Rappern der fresheste. Gut connect, ja, sie ist ne Bad Bitch. Wir sind mad rich, nur noch Trap-Shit. Sie macht meine Adlibs, ja, shit. Ja, sie trinkt aus meinem Linker, ja, sie gehört. Sie macht meine Adlibs und dann Adlib, ihr wisst Bescheid. Also ihr wisst Bescheid, Stay High, UFO 361. Wenn das nicht irgendwie in den Adlibs vorkommt, dann ist das gefühlt wirklich einfach kein UFO-Song, Alter. Ist einfach Fakt, einfach nur Fakt, Junge. Stay high, bis zum Tod. Ja, sie fährt in einem Cayenne und kein Mietwagen. Sie hat einen großen S und Red Eyes. Ja. Krass, Digga, ein sehr, sehr kurzer Song gewesen, Digga. Okay, Jimmy Torrio. Okay, wenn das hier nicht von ihm produziert ist, dann weiß ich auch nicht. Ich guck sogar direkt mal nach, Leute. Ich guck direkt mal nach. Ja, war auch klar, ne? UFO 361, The Crates, Jimmy Torrio. The Crates ist aber gefühlt in jedem Song dabei. Finde ich sehr, sehr krass, Junge. Das ist wirklich höchste Qualität hier. Ich musste was ändern, Digga, euer Song war zu boring. Ich hab keine andere Wahl, Digga, nein, ich geh all in. Jetzt tut es euch leid, ich höre euch rein, sorry. Ihr beide kein Teil meiner Story. Ich bleib in der Lane, so wie Tori. Boah, was ist das für ein Flow gerade? Bam. Sehr, 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 sehr unerwarteter, schnellerer, bisschen höhere Stimme. Flow. Okay. Es hört sich interessant an, hört sich interessant an. Let's go, Junge, der eine Song hat mir gerade so die Kraft weggenommen, ne? Fast Classic, hab der Bitch neue Tipps gezeigt. Fast. New. Aber Dicker brand new. Wir sind blessed, hard chill. Top of the mountain, ja, mission complete. Dicker, wir sippen Dom P. So viele Diamonds, ja, dancing on me. Dicker, ich chase meine Dreams. Ach du Scheiße, Digga, hört sich das krank an. Das könnte einer meiner Favoriten werden, ne? Das hört sich sehr, sehr krank an. New, aber wirklich. Dieses New könnte so zu einem Meme werden. Es könnte so zu einem Meme werden. Junge, warum bin ich so müde gerade? Ich weiß selber nicht. Ich bin mein Weg gegangen, ey. Bin der Favorite One, ey. Ich mache den Shit, die verleiht. Rase im Porsche vorbei. Guck sie an, sie stehen an einem Stoppschild. Stoppschild. Guck sie an. Aufgehalten. Steht an einem Stoppschild. Stoppschild, ja. Wie er das nochmal wiederholt hat, war geil. Ey, es hört sich wirklich an, als könnte das einer meiner Favoriten hier sein. Wirklich. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir gerade jetzt. Wir haben 50 Sekunden gerade mal gehört, aber es hört sich nice an, Alter. Von Gossip, ja. Viel zu viel Cash, Digga, meine Finger blumen. So viel Demons, Digga, nein, sie lassen mich nicht mehr in Ruhe. Ja, ich bin back in town. Da träumst du von Cash und Bitch. Doch, also ich muss sagen, ich würde von meinen Favoriten jetzt, also wir reden von den nicht rausgekoppelten Liedern, ne? Ready, Pinky Ring, Jimmy Torrio. Obwohl ich gerade eine Minute gehört habe, weiß ich schon für mich selbst, das wird einer meiner Favoriten. Digga, ja, ich komme und ich weck dich auf. Hole dich aus deiner Session raus. Ich musste was ändern, Digga, euer Sound war zu boring. Ich hab keine andere Wahl, Digga, nein, ich geh all in. Jetzt tut es euch leid, ich höre euch rein, sorry. Der erste Part hat mir gefallen und die Hook gefällt mir auch. Weil der Flow, den er da hat, ne? Und diese so eine. Die Stimme hat so kaum Power. Aber genau das passt halt eben, ne? Dass das halt so kaum, ja, ne, kaum so eine Power hat, seine Stimme, Alter. Teil meiner Story. Ich bleib in der Lane, so wie Tori. Keep it 100. Was du im Jahr machst, Digga, guck mal, mach ich nur mit meinem Bandit. So viel Cash, Demons Hunden. Paare im Bulletproof Truck, Suicide Doors, keiner, der mich fegt, ne? Rauchen Cookie Blanc. Nicer Flow auch gerade gewesen von UFO. Also zum Cover haben wir auch noch wenig gesagt. Also ich muss sagen, das Cover gefällt mir, weil, Leute, das ist so nicht, kein vollgeklatschtes Cover. Wisst ihr, was ich nicht so fühle an Covern, ist, wenn da so viel Schrift, das, dies ist. Aber ich muss sagen, so dieses Cover, was nicht so vollgeklatscht ist, finde ich das nice Cover. Stay high. Sie liegt nackt am Beach, fühl mich so wie Hasselhoff. Kaum hast mein Feld, Digga, kein Jack and John. Digga, du bist ein, ich ekel mich. Digga, ja, frag meine.
Was sind das aber für Geräusche? Digga, du bist ein da, ich denke mich da. Oder dieses New, wisst ihr? Es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie catcht mich das schon, ne? Irgendwie catcht mich das. Doch, Digga, ist einer meiner Favoriten jetzt gerade. Der Song wird auf jeden Fall öfter gehört. Manager, wenn du jetzt reden willst. Alles, was ihr macht, Bullshit. Ihr seid ein Schwede, schlagt wohl rich. Ich hab euren Weg geebnet, ja. Digga, ihr seid mir was schuldig. Du bist ein kleiner Pisser, fühlt sich so sicher, Digga, weil du jetzt so viel Schutz kriegst. Ich kann mich nicht mehr sehen. Boah, du bist ein kleiner Pisser, fühlt sich so sicher, weil du so viel Schutz kriegst. Gerade auch, wie er da so durchfloat, ne? Ist einfach mega, 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 mega nice. Okay. Digga. Ich glaube, jetzt kommt die Hook rein. Ich lass nochmal ein bisschen abspielen. Genau, so, da kam die Hook rein eben. Wir gehen rein zu Flawless. Let's go. So, falls ich irgendwie einen Song vergessen haben sollte, aber ich glaube nicht. Vielleicht habe ich einen vergessen. Dann kommt dazu auf jeden Fall noch eine Reaction, weil wir reagieren schon auf das ganze Album. Aber ich glaube, wir sind... Ich glaube, das ist der letzte Song. Kontostand haben wir. Ready haben wir. Pinky Ring. Da haben wir, glaube ich, noch einen. Ich glaube, ich habe vielleicht... Ich habe mich nicht verzählt, oder? Wir sind, glaube ich, durch. Ex, ja. Dicker, ich bin jetzt doppelt fest, ja. Smoke ein Blunt und der Song ist recorded. GIA Certified Diamonds und Flawless, ja, ja. Helmut Lang, Bulletproof. Die Bitch ist bad, ja, sie trägt nur Dessous. Magazine Cover. Boah, Junge, der Beat hört sich so interessant an gerade wieder, ne? Wieder The Crates. Also The Crates hat hier eine sehr, 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 sehr nice Leistung, sehr, sehr nice Beat gemacht. Sowieso Trap Beats, ne? UFO King, kann man sagen. Nimmt einfach auseinander. Schuss, ja. Kein Schlaf, aber alles gut. Alles Bescheid, ja. Daily Business, wenn du UFO heißt. Elliot macht meine Uhr bereit, ja. Noch mehr Watches, dicker her als Bucherer. Kaufe Immobilien, chill in Grunewald, hey. 50k. Wenn du UFO heißt, Elliot macht meine Uhr bereit. Also ich muss sagen, Real Talk, UFO ist einer der, wirklich eine Handvoll Künstler, wo ich sage, die passen auch zu Ami-Rap. Und Ami-Rap ist halt kranker als Deutsch-Rap. Und UFO ist einer von denen. UFO würde so krass zu Ami-Rap passen, ne? Ein anderer zum Beispiel wäre Luciano. Für Ruff Simmons. Visa Card kein Limit. 50k nur für Prada. Jeder Moment unbezahlbar. Früher gelebt bei den Zombies. Heute die Mios gebunkert. Ich seh Miyake und Dompi. Schöner Beat, ne? Ich höre gerade richtig gern den Beat auch zu. Ein sehr, 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 sehr schöner Beat für mich auch, ey. Also fazittechnisch, wenn ich die ganzen anderen Singles mir noch angucke, ist ein schönes Album geworden. Hat auf jeden Fall abgeliefert. So, natürlich. Auch einige Features, die jetzt dabei waren, ne? Ich kann ja gucken, Leute. Straight aus dem letzten Jahrhundert. Zeig keine Liebe, geziert von den Scars. Meine Ex ist assorti, doch ist mir egal. Gut Gas in der Lunge, ich pull up den Porsche. Ich fahr durch die Nacht, nein, ich finde keinen Schlaf. Okay, wir haben hier als, guck mal. Feature-Song haben wir Dada Love, ne, Jesus, Luciano, Rin, Bones MC, Kalim, das waren ja die meisten, davon kamen ja als Musikvideo raus. Digga, also er hat echt viele Solo-Singles rausgehauen, weil die Fans das am meisten wollen, aber auch Feature-Singles, muss ich sagen, der hat schon ein stabiles Album auf die Beine gestellt. Dein Jahresgehalt mit nem Song, hey. Sie rocken jetzt noch Hacks, sie wollen einen Draw. Die ganzen Leute, die gehatet haben, sind die gleichen Leute, die jetzt kommen, ja, ja. Kofferraum voller Shopping-Bags. Dicker, ich bin jetzt doppelt fest, Smoke. Okay, ey, Fazit. Ich hoffe, ich habe das Video nicht allzu lang gehalten, aber ich denke mal, wir haben eigentlich die ganzen Songs in einer guten Länge uns gegeben. Ich will es nicht zu lang halten, weil viele auch sagen, du pausierst so oft, du machst das so oft, ne? Fazit. Nices Album für mich. Schreibt mir mal euer Lieblingsalbum rein. Macht's gut, haut rein und ciao. Und Lieblingssong bitte.